Herzlich willkommen im Lentos Kunstmuseum bei unserer Ausstellung Herbert und Joella Beyer. Ich möchte gleich mit der Frage beginnen, warum ist Linz ein Beyer-Zentrum? Peter Baum, der Gründungsdirektor des Lentos, hat Herbert Beyer 1971 kennengelernt. 1976 präsentierte damals der jüngste Museumsdirektor Österreichs die bislang größte Beyer-Retrospektive in Europa in der neuen Galerie Linz am Hauptplatz. Und Sie sehen im Hintergrund einen Einblick in diese damals 76 stattgefundene Ausstellung. Und er legte den Grundstein einer langen Freundschaft. 1977 wurde Herbert Beyer mit dem Entwurf des Brunnens vor dem neu erbauten Brucknerhaus beauftragt. Bei der Errichtung anlässlich Forum Metall im Linzer Donaupark waren Herbert und Joella Beyer einmal mehr in Linz und besuchten die neue Galerie, Peter Baum, Helmut Xöll-Pointner, aber auch Herberts Geschwister in Perg und Linz. Und 1987 gab es übrigens unter Wilfried Seipel, Joella kam einmal mehr nach Linz, eine große posthume Ausstellung im Landesmuseum, wo auch Gabi Spindler und Inga Kleinknecht mehrfach in der Landesgalerie großartige, auch von Bernhard Witter kuratierte Beyer-Ausstellungen präsentierten. So blieb Linz einer der wichtigsten künstlerischen Stationen im Leben des amerikanischen Staatsbürgers Herbert Beyer. Bereits 1986 gehen in zwei Etappen 18 Gemälde und 15 Fotografien aus dem Testament des 1985 verstorbenen Herbert Beyer, organisiert damals von Joella Beyer, in den Besitz der neuen Galerie der Stadt Linz als Schenkung über. 1990 stiftet Joella der neuen Galerie ein Konvolut von Fotografien. Zu sehen sind diese heute im Annexraum. 1996 ergänzen weitere 7 wichtige Werke die Sammlung. Letztlich vermacht die am 18.02.2004 verstorbene Joella weitere 50 Werke der Malerei, Bildhauerei, Zeichnung und Plakatkunst nun dem Lentos, die 2006 in einer Sonderschau von mir erstmals präsentiert wurden. Die aus Joellas Nachlass verbliebenen Werke werden unter ihren Söhnen und in 4 Museen aufgeteilt. Neue Galerie der Stadt Linz, eben seit 2003 das Lentos Kunstmuseum, Bauhaus Archiv Berlin, Santa Barbara Museum of Art Kalifornien und das Denver Art Museum erhält einen Gesamtfundus von 8000 Werken von Herbert Beyer. Joella Beyer ist es zu verdanken, dass das Lentos heute durch großzügige Stiftungen über die größte und wichtigste museale Beyer-Sammlung in Österreich, sieht man vom Bauhausmuseum ab, in ganz Europa verfügt. 8 Einzelausstellungen von Herbert Beyer, beginnend im Jahr 1963 in der Neuen Galerie der Stadt Linz, 2 davon unter der Direktion von Walter Kasten, 3 unter Peter Baum, 1976, 80 und 2000, 2 von mir kuratiert unter der Direktion von Stella Rollig 2006 und die größte Schau, du hast sie schon angesprochen, 2009, würdigten das Schaffen dieses Universalkünstlers in wirklich allen Aspekten in unserem Haus. Welcher Künstler hat mehr als 10 Einzelausstellungen ab 1916 in Linz? Es war in Summe Herbert Beyer. Diese Ausstellung heute ist anders. Es ist eine Archivausstellung, sehr privat, in gewisser Weise sehr intim und berührend. Viel zu schauen, unendlich viel zu entdecken, auch viel zu lesen und manche wissen es schon, mit viel Grün. Mein Anliegen war es diesmal, neue, in Linz noch nie gezeigte künstlerische Aspekte von Herbert Beyer zu zeigen. Beyer als Tourismusexperten in USA, seine Logos von Espen werden immer noch verwendet, Beyer als Entwickler von Brandings und Corporate Identities von Weltkonzernen und einen Landart-Künstler, den das Thema Natur, Umwelt und Ressourcen früh fasziniert. Der erste Eindruck im Blue Room ist eine von Geometrie,
bestimmte Farborgie, überwiegend Malerei der 70er Jahre, die den Betrachter nahezu blendet. Hier sehen Sie wirklich alle Stiftungen von Herbert und Joella Beyer, unsere Eigenbestände, aber auch im Zentrum die Frauen, die in seinem turbulenten Leben wichtige Begleiterinnen waren. Eine Ausstellung, die von den Architekten Nicole Six und Paul Petritsch, Sie werden sie im Anschluss an unser Symposium durch die Ausstellung führen, mit großem innovativen Potenzial konzipiert wurde und mit einer komplexen Ausstellungsarchitektur in drei Abschnitte gegliedert, mit einem, ich sage jetzt einmal so ein bisschen salopp, noblen Schaudepot begonnen wird. In einer raffinierten, dichten Blockhängung, die uns alle wirklich extrem gefordert hat, zeigen wir auf Beyer Blue die wahre Pracht, ja Überfülle aller Werke, die das Lentus als international anerkannter Beyer-Forschungsort beherbergt. Gemeinsam mit dem Denver Art Museum und dem Bauhaus Archiv verfügt das Lentus, wie schon gesagt, über die meisten musealen Beyer-Bestände weltweit. Alles, was wir im neu gegründeten Beyer-Archiv besitzen, auch kürzlich erworben haben und noch viel mehr, ausgewählte Leihgaben aus Amerika, die noch nie in Europa zu sehen waren, bereichern diese Themen- und grenzenüberschreitende Schau, bei der erstmals auch Hands-on im zentralen Museumsraum erwünscht ist. Natur bedeutete Beyer, der mit dem Kajak von Deutschland nach Belgrad oder mit dem Radl nach Sizilien reiste, der als Kletterer 4000er bestieg und als versierter Tourengeher auf Skiern unwegsame Gelände erkundete, alles. Immer wieder betont Beyer, dass er ein Country Boy, oberösterreichischer Landbub, geblieben ist. Natur und Zivilisation können nebeneinander bestehen, wo ihre Grenzen respektiert werden, so der prophetisch veranlagte Künstler 1967. Beyer thematisiert in einer opulenten Bilderserie die Zerstörung der Landschaft durch Kriege und Naturkatastrophen. In den Serien Berge in Bewegung, Kosmos oder Kräfte der Zeit beschäftigt sich er in seiner intensiven Arbeit auch am World Geographic Atlas mit den Einwirkungen von geologischen Kräften auf die Erdoberfläche, mit Erosionen und Luftströmen, Unwettern, Tornados, Waldbränden oder Himmelserscheinungen, auch mit der neuen Luftfahrt. Nur wenige wissen, dass Beyer neben Erholungs- und Sportzentren, Konzertzelten, Seminar- und Gästehäusern oder Parks auch an einem Flughafen der Zukunft plante. Nach New York 1938 emigriert, entwirft eine Ausstellung mit dem Starfotografen Edward Steichen kurz nach der Attacke von Pearl Harbor im MoMA. Die 1942 konzipierte Schau Road to Victory fokussiert erstmals das leider aktuelle Ressourcenthema in Kriegszeiten. Oder Beyer entwirft 1942 die Werbebroschüre von General Electric, die das Publikum in die futuristische Welt der Elektronik einführt. Schon am Bauhaus 1925 hatte Beyer die Typografie weitgehend revolutioniert und neue Schrifttypen wie Universal entwickelt und die Kleinschreibung, die schnelleres Tippen und Lesen ermöglicht, eingeführt. Der naturverbundene Herbert Beyer war ein früher Umweltgestalter. Als Denkmalpfleger, Mitglied der Raumordnung und Architekt war er in Espen ein Landschaftsgestalter der ersten Stunde. In seiner letzten über 100 Werke umfassenden Anthology-Serie widmet sich Beyer dem Kosmos, dem Universum, der Experimentalphysik. Kernthemen sind Mathematik, Geometrie und die Fibonacci-Folge, ein Wachstumsmuster in der Natur. Sein Hauptwerk, Suspended Secrets, das Peter Baum 2000 erwerben konnte, ist Beyers Vermächtnis für die Ewigkeit. Kaum ein anderer Künstler hatte einen vergleichbaren, unbändigen Schöpferdrang. Mit seinem Credo der Auflösung aller Kunstgrenzen, seiner Vision der Globalisierung und Erkenntnis der Richtungslosigkeit der Kunst, seiner künstlerischen Arbeit in allen kreativen Bereichen, ist er mit seinem internationalen Werdegang in keiner Rede eigentlich erfassbar. Anders ausgedrückt, Herbert ist too much of an inventor.
Das behauptet Joella, Herberts Ehefrau, der heute posthum und bei dieser Ausstellung große Ehre gebührt. Joella weiß, welche die Stadt Linz zu ihren Lebzeiten mit 150 Werken der Malerei, Zeichnung, Fotografie und Skulptur ja bedacht hat. Herbert war eine sehr praktisch veranlagte Person. Auch dieser Satz stammt von Joella. Und Herberts erste Ehefrau, Irene, eine begabte Fotografin, setzt bewundernd nach: Herbert war immer ein Genius. Schließlich mein Resümee: Herbert, der Workaholic, war ein Universalgenie. Wenngleich er bescheiden, lächelnd im Film meint, für einen Universalisten wisse er doch viel zu wenig. 103 Jahre nach der Gründung sind das Bauhaus und der Bauhausstil und die legendären Bauhausmeister heute ein weltweiter Begriff. Die Architektur des Bauhauses, vertreten durch den Gründer Walter Gropius, wurde zum Inbegriff des neuen Bauens auf der ganzen Welt. Die Feste, die am Bauhaus veranstaltet wurden, waren berühmt und verrufen. Die Bauhäusler und vor allem die Bauhausmädels, darunter unter den Bauhäuslern Bayer, waren nach Aussage des Bauhauskünstlers Kurt Kranz die Punks der Weimarer Hochkultur. Bayer und die Frauen, ein Drehbuch für eine Netflix-Serie könnte ich sofort schreiben. Der sportliche Oberösterreicher wird schon als Student und mit 25 Jahren als jüngster Bauhausmeister in Weimar wahrlich umschwärmt. Anne Albers erinnert sich kokett: oh, der charming Herbert, und verdreht ihre Augen, wenn sie vom Fashion Herbert spricht. Einen Sir, so nannte Peter Baum den Künstler, der mit Lederkoffern, natürlich in eigener Schrift monogrammiert, die Welt als gefragter Tagungsreferent von Japan bis Afrika bereiste, der mit dem Weltstar, dem Schauspieler Gary Cooper, mit den Freunden Alexander Calder oder Josef und Anne Albers, mit Walter und Ise Gropius, mit schillernden Billionären, Skipionieren, Industriellen und Investoren eng befreundet war, der angeregt mit dem deutschen Kanzler Willy Brandt diskutiert und lässig mit ihm durch sein Espen spaziert. Erstmalig habe ich versucht, in dieser Schau Bayer als Touristiker, PR und Marketing und Corporate Identity Experten, als Landschaftsgestalter, Art Director und vor allem als Designer in Espen in seiner zweiten Heimat zu fokussieren. Für Tourismusexperten und Werbeagenturen muss Bayer, der unzählige innovative internationale Werbekampagnen entwickelt hat, eine schillernde Leitfigur der kreativen Werbeszene sein. Seine Covers für die neue Linie, für Vogue und für das Fortune Magazine, sein Branding für Weltkonzerne wie ACO oder CCA haben neben seinen Monumentalskulpturen dazu beigetragen, dass Bayer in der Nachfolge der Wiener Werkstätte und des Bauhauses tatsächlich eine Weltkarriere gelang. 2020 kürte das Smithsonian Design Museum in New York Bayer zum One of the Most Influential Graphic Designers of the 20th Century. Ein weiteres Ausstellungsnovum ist der Blick auf Bayers intelligente Frauen. Sie haben ihn in den Lebensphasen begleitet, ihn umgarnt, verwirrt, unterstützt, ihre Karriere geopfert, ihm ein schlechtes Gewissen verursacht, sein künstlerisches Vermächtnis bewahrt und sein Œuvre der Nachwelt verfügbar gemacht. Irene, Bayers erste Ehefrau, eine hochbegabte Fotografin mit jüdischen Wurzeln, in ihr fand Bayer eine inspirierende künstlerische Partnerin. Julia, genannt Mutzi, Herberts vielgeliebte und jung mit 34 Jahren verstorbene einzige Tochter. Joella, die welterfahrene, in der Kunstwelt bestens situierte und umschwärmte Galeristin, Managerin, Netzwerkerin und Globetrotterin. Von Dichtern wird sie als schönste junge Frau der Welt bezeichnet. Von ihrer exzentrischen Mutter Mina mit My Dear Handsome angesprochen. Man Ray, Salvador Dali oder Massimo Campilli porträtierten sie. James Joyce und Brancusi waren ihre Trauzeugen. Joella war Herberts zweite Ehefrau und seine Nachlassverwalterin. Sie beherrschte 4 Sprachen, war eine lebenslange Muse, eine selbstlose Unterstützerin und Managerin von Herberts Leben. Noch nie gezeigte Fotografien aus Archiven in Espen und Denver
und aus oberösterreichischem Familienbesitz geben sehr private, intime Einblicke in diese modernen Patchwork-Beziehungen. Auch Bayers Schwiegermutter Mina Loy, die sie erstmals in einem Museum in Österreich im Lentus entdecken können, rückt ins Zentrum. Aktuell ist sie auf der Biennale in Venedig vertreten. Schwiegermutter Mina war eine Feministin der ersten Stunde, Poetin mit lautmalerischer Sprache, Futuristin, Lampendesignerin, enfant terrible. Sie lebte in der letzten Lebensphase umsorgt von den Töchtern Joella und Fabienne, umsorgt auch von Herbert und den Enkeln in Espen. Und last but not least Frau Bauhaus, Bayers Freundin, seine Kurzzeitgeliebte, Isa genannt Pia, Gattin von Walter Gropius, Bayers väterlichem Freund und Mentor, mit dem er stets eng zusammenarbeitete. Bayers heftige Liaison mit Isa Gropius ging, wie übrigens die vergleichbare Ménage à trois von Kokoschka mit Alma Mahler, Gropius erster Frau, in die Annalen der Kunstgeschichte ein. Bayer hat wohl als einziger Künstler mit österreichischen Wurzeln ein eigenes Research Center und Museum auf dem von ihm selbst gestalteten Campus in Espen, Colorado, USA aufzuweisen. Die glamouröse Eröffnung war im Juni 2022, bei der das Lentus als Kooperationspartner und wir auch als Leihgeber fungierten. Linda Resnick hat mit einer Spende von 10 Millionen Dollar mit ihrem Bayer-Experten Bernard Chesser, den wir heute noch hören werden, mit den Architekten Roland und Broughton und ihrer hervorragenden Bayer-Sammlung, die rund 150 Werke umfasst, sich selbst einen Traum verwirklicht, der den Namen Resnick Center of Herbert Bayer Studies trägt. Aktuelle Aufnahmen vom japanisch inspirierten Museumsbau und der großartigen Bayer-Ausstellung finden Sie in der Ausstellung und Bernard Chesser wird diesen Bau auch näher vorstellen. Die dort umfassend gezeigten Fotoplastiken aus der Serie Zeichen und Signale, die Werkphase der 30er Jahre vor Bayers Emigration, zählen für mich zu den surrealistischen Neuentdeckungen. Schon 1937 war Bayer in einer Gruppenausstellung im MoMA New York über Dada und Surrealismus mitbeteiligt. Und von 31 bis 34 wurden surreale Werke mehrmals in der renommierten Julian Levy Galerie in New York präsentiert. Es mag vielleicht erstaunen, dass sich Bayer zuallererst als Maler sah. Er malte in jeder freien Minute. Die Malerei war für ihn das untrennbare Band zu den vielen anderen Aspekten seines kreativen Schaffens. Tatsächlich war Bayer im Hauptberuf erfolgreicher, heute würde man sagen, Art Director, zuerst im Berliner Dorland Studio, einer amerikanischen Kreativagentur, wo er auch NS-Aufträge für die Trilogie der NS-Propaganda-Ausstellung in Deutschland, Deutsches Volk, Deutsche Arbeit, das Wunder des Lebens und Deutschland übernimmt. Auch arbeitete er für die Modezeitschriften Vogue und die Neue Linie. 1936 wird seine Ausstellung im Salzburger Künstlerhaus, für die Irene das Vorwort geschrieben hat, als entartet diffamiert. 1937 wird Bayer, der nicht der Partei angehört, von seinen NS-Auftraggebern zum entarteten Künstler erklärt. Nach New York 1938 emigriert, wirbt er bei G.V. Thompson und gestaltet Ausstellungen für das MoMA. Er war Entwickler des Aspen Institute, finanziert von seinen Freunden Pepke und Anderson. Von 46 bis 65 war er Leiter der Abteilung Design der Container Corporation of America, einer der größten Verpackungskonzerne weltweit, dann Art Director von Arco, eines großen Öl- und Tankstellen-Imperiums. Bayers Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, seine Netzwerke und Erfahrungen machten seinen Erfolg in der Geschäftswelt aus. Diese Flut an Aufgaben, begleitet von Ausstellungstourneen in deutschen und amerikanischen Museen, die er tatkräftig unterstützt von Joella und meist einem Assistenten abarbeitete, und seine permanente Arbeitsüberlastung führte zu zwei Herzinfarkten im Schicksalsjahr 1974.
Für Steve Jobs, den Gründer von Apple Design, war Herbert Bayer im Übrigen eine Leitfigur des Industriedesigns, ein Meister der vereinfachten Bildsprache. Denn was für Bayer galt, galt auch für Apple. Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse oder mit Bayers Worten die Welt der reinen, elementaren Formen und Farben, die gibt es zu erstreben. Die Errichtung einer internationalen Tagungsstätte und kreativen Denkfabrik der Campus des Aspen Instituts und der Wiederaufbau der ursprünglich verwassenen Ghost Town Aspen, in der Herbert Bayer 30 Jahre lebte, war Bayers in Erfüllung gegangener Lebenstraum. Aspen war für Bayer ein Stück verlorene Heimat. Er musste es 1975 schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sein letzter Lebensort war Santa Barbara. Hier stirbt er 1985 und malt bis kurz vor seinem Tod an großen Bildern. Neben Herberts Grab ruhen Irene, Julia, Joella und Mina. Im Juni habe ich dort ein Streusal selbstgepflückter Vergissmeinnicht abgelegt. Die vom Künstler selbst entworfene Grabstätte befindet sich in einem romantischen Birkenwald im heute so mondänen Aspen im Herzen der Rocky Mountains in Colorado. Danke für die Aufmerksamkeit.